ich finde diese ganze Debatte, die ganze Initiative völlig übertrieben. Einerseits, weil es eben sehr, 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 sehr wenig Personen angeht, die in der Schweiz so leben. Das sind ja vielleicht zwei Handvoll Leute oder Frauen. Und andererseits, wir haben ja Touristen, die mit so einer Verhüllung in die Schweiz kommen, sind aber Touristen, die sehr wohlhabend sind. Und das tut ja eigentlich der Schweiz gut. Die lassen das Geld bei uns in der Schweiz und das ist ja positiv, nichts Negatives. Und ich finde es zusätzlich noch zu dem, jede Frau sollte selber entscheiden, was sie trägt und was sie nicht trägt. Das finde ich, es geht extrem ins Persönliche, dass der Staat mir sagt, ich soll eine Kappe tragen oder ich soll eine Hose tragen oder ich soll kein Minijupe tragen oder eben ich soll kein Niqab oder keine Burka tragen. Wir Muslime selber leiden unter extremen Gruppierungen, die sich auch muslimisch nennen oder auch sind. Also ich bin dafür, dass man extreme Gruppierungen beobachten soll und im Ernstfall auch etwas dagegen unternehmen soll, aber nicht auf dem Rücken der Frauen, weil meistens sind die Frauen da gar nicht wirklich involviert. Und das, was damit gemacht wird, wenn das angenommen wird, diese Initiative, ist, wir isolieren diese Frauen umso mehr. Ich finde, wenn so eine Frau sich so bekleiden möchte, erstens mal sollte das ihr Recht sein, dass sie das darf. Und zweitens, diejenigen Frauen, die dazu gezwungen werden, wo durchaus möglich ist und denkbar ist und auch wahrscheinlich zum Teil auch Realität ist, das beneine ich ja nicht, verschönere ich auch nicht, die gezwungen werden dafür, die werden natürlich dann extreme Einschränkungen haben in ihrem Leben. Also diese Männer, die wollen dann nicht mehr, dass diese Frauen mit offenem Gesicht auf die Straße gehen. Was ist die Konsequenz? Wahrscheinlich werden sie ihnen verbieten, rauszugehen. Also sie sperren sie quasi ein oder nur wenn es sein muss, werden sie rausgehen. Und das ist problematisch, weil wenn so eine Frau keine Kontakte mehr hat, kein soziales Netzwerk mehr hat, auch wenn es nur die Schule ist oder einige Mamis, die sie unterwegs vielleicht sehen oder mal eine Freundin oder nicht eine Arbeit ausüben können, diese haben diese Kontakte dann viel zu wenig oder gar nicht. Das heißt, sie würden gar nicht mehr den Mut haben, aus dem Ganzen ausbrechen zu können, sich wehren zu können, wenn sie gezwungen werden. Es gibt sicher politische Parteien, die eben, denen ist das Recht, eben solche Werkzeuge zu brauchen. Also das sind eigentlich Initiativen, die als Werkzeug dienen, um Stimmen zu holen, um etwas in ihrem Sinne, in eigener Interesse etwas zu bewegen und nicht eben um die wirklichen Interessen dieser Frauen. Sie wissen nicht, was sie den muslimischen Leuten damit anrichten, die Steuerzahler sind, die für dieses Land, so wie ich auch, alles geben. Die meisten muslimischen Leute sind wirklich gute Leute, die viel beitragen in der Schweiz und die das Zusammenleben fördern auch. Nehmen wir Pflegepersonal, nehmen wir Putzkräfte, nehmen wir im Gastrobereich, nehmen wir auf den Baustellen. Würden wir mal alle muslimischen Leute mal isolieren, in Quarantäne stecken für einen Monat, würde die Schweiz ganz schön anders aussehen. Und das sind Kräfte, die die Schweiz braucht, die wir respektieren müssen, wo wir auch gut schauen müssen zu diesen Leuten, weil sie ja jeden Tag gut zu uns schauen. Wir sind muslimisch, aber wir sind auch schweizerisch. Und das ist denen gar nicht bewusst, wie tief sie uns verletzen mit dieser Initiative, wie tief sie uns fertig machen mit dieser Initiative, aber gleichzeitig auch, was für eine große Verantwortung sie tragen, dass sie auch die Schweizer Bevölkerung, die nicht Migrationshintergrund haben und die nicht Muslime sind, dass sie die bewegen zum Hassen. Kann man etwas Schlimmeres machen?